Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead Boy Daylight. So, eine weitere Folge mit meinem Felix GG German Gentleman Richter. Und, ach ja, da kommt der Second GG. Phase Deluxe, ne? Also sind wir jetzt schon 2 GGs. Oh, und da kommt ein No GG. Star Explorer ist auch da und es ist Pyramid Head. Oh, ich hasse ihn. Okay. Ich denke mal, wir machen uns einfach mal. Obwohl, mache ich mich mal an Zwerg. Ah, ne, doch. Hier, der Second GG ist auch dabei. Okay. Vielleicht kann ja der Explorer ihn hier. Der Explorer. Also der Star-Lord. Den Pyramidenkopf hier ein bisschen hinhalten. Dann kriegen wir den hier fertig. Vielleicht ist Honey. Achso, ja, ich bin ja wieder in einer Folge mit Phase, mit Star Explorer und mit Honey. Vielleicht kann Honey ja auch schon einen Gen fertig machen. An den Perks habe ich, wie gesagt, jetzt nur verändert, dass ich Tabs Verdacht mit habe. Ne? Ich habe es ja angekündigt. Ich habe ja gesagt, also, dass ich in letzter Zeit hier die ganzen Nerd-Kellen, obwohl er hat ihn lange hingehalten, ne? Komm schon. Vielleicht kann ich ja noch was machen. Nein, wieder zu früh. Nein. Wieder zu früh. Oh, scheiße. Ach, er hat ihn jetzt noch. Ach, hat er ihn wieder fallen lassen, um ihn. Jetzt kommt er hier hin, ne? Oh Gott, er hat mich gesehen. Ich hasse ja den Pyramidenkopf. Jetzt hat er mich wieder. Da war er ein bisschen zu nah. Ne, komm. Dann gehe ich wieder zur anderen Palette. Okay, immerhin schon zwei Generatoren fertig. Jetzt habe ich mir zumindest diesen Stacheldraht hier eingefangen. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Er weiß wieder nicht, wo ich bin, ne? Oh, shit. Ich dachte jetzt, er läuft in die Palette oder durch die Palette durch. Oh, drei Generatoren schon fertig. Oh, nein. Das war jetzt... Ja, gut, okay. Ich muss mir das Totem aber merken, ne? Nicht, dass nachher wieder irgendwie eine Kelle kommt. So. Ah, ja, diese Dinger, die, ne? Diese Feuerwerkskörper sind echt... Da muss man schon gutes Timing auch mit haben, ne? Also... Und vor allem der Killer hört es ja auch, ne? Und der Killer ist ja auch, ne, damals als sie neu waren und so weiter, da konnte man das schon machen. So, Killer hat jemanden auf dem Haken, trägt ihn zum Haken, da rennt ein Survivor vor ihm am Haken vorbei und dann war das Feuerwerk da. Jetzt sind die Killer ja, jeder weiß das ja und hört das ja auch. Obwohl, der ist ein Camper, ne? Der campt jetzt hier. Jetzt macht allerdings keiner Generator. Was habe ich denn in letzter Zeit mit Generator? Also jetzt macht keiner Generatoren. Okay, komm. Ja, sind die mehr. Oh, shit, kein Alter. Okay, er dachte vielleicht auch, dass hier eine Palette ist. Oh shit, nein, das schaffe ich nicht. Da habe ich einen kurzen Moment zu lang gezögert, ey. Ja klar, ist ihm zu unsicher, in der Palette aufzuheben. Deswegen dann lieber hier in so einen. Wie heißen diese Käfige eigentlich?
Käfig, ne? Ja, wie heißen diese Käfige? Ja, Käfig würde ich sagen. Also ich hoffe, jetzt arbeitet irgendeiner am Gen. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Danke dir, Honey. So. Okay. Die Frage ist, da hinten ist ja immer noch dieses Totem, ne? Ich gucke aber auch kurz einmal. Achso, hier ist schon weg. Ja, hier auf dieser Map kann man immer da gucken, ne? Da ist immer eins eigentlich. Fast immer. Oh, nice. Hier ist auch eins. Ich bleib jetzt einfach mal hier stealth-mäßig versteckt. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hing jetzt. Hat er mich gesehen? Ja! So. Okay, konnte ich ja doch noch mein Flashlight machen. Oh, scheiße. Er hat ihn sofort erwischt. So, hier war doch. Ach so, schon fertig. Bist ja richtig fleißig, Phase. Okay, da ist das andere Totem. Da hinten ist auch noch eins. Jetzt muss eigentlich nur noch ein Gen muss ja fertig gemacht werden. Ich hoffe, Honey arbeitet irgendwie dran. Hier war doch irgendwo ein Totem. Ich weiß nicht, ich kann das dann immer anscheinend schlecht einschätzen, wa? Wo die sind. Ich komme jetzt mit dazu. Okay. Also sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? Gut, ich darf mich jetzt nicht nochmal erwischen lassen, aber... Okay, direkt hier ist ein Ausgang. Ich hoffe, das ist doch jetzt nicht... das ist doch Phase, ne? Wenn ich das richtig deute. Na komm. Oh, ich hab's doch gewusst. Nice. Oh, scheiße. Komm. Nein. Ach, mein Gott. Kommt er jetzt hier hin? Ich hab's mal lieber aufgemacht, weil ich weiß nicht. Mich hat so ein 99% schon zweimal das Leben gekostet. Kommt drauf an, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Kann auch sein, dass es wirklich gleich brenzlig eng wird und dann ist alles für die Katz. Was macht er jetzt da? Campt er da? Macht er jetzt ein Facecamp bestimmt, ne? Gegen Pyramidhead ist natürlich richtig kacke, ne? Weil er hat ja seine Fähigkeit hier mit diesem komischen Bodenstrahl da. Und damit kann er ja mehrfach Damage machen, ne? Also theoretisch eigentlich nicht so gut zu schaffen jetzt. Aber ich könnte versuchen, ihn zu blenden. Ja genau, guck weg. Okay, Abgang. Nice. Jawohl. Obwohl, er könnte immer noch sein Dings machen, ne? Ja. Och nein, was ein schlechter Verlierer. Ach komm, was ein schlechter Verlierer. Ist er noch schnell disconnected? Oh nein, ey. Ach komm, das kann man doch gönnen, also... Ja gut, was soll...
Ja gut, man kriegt jetzt, glaube ich, nicht diese... Ja doch, entkommen hat man ja auch bekommen. Ja, aber auch ganz schlechtes Matchmaking, ne? Naja, gut, er tut mir leid. Er tut mir leid, der Killer. Ich hoffe, es hat gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Folgen wieder. Ciao, euer Malida.